Sieht ja schon gut aus. Jedenfalls nicht mehr so lila. Eher grün. Nachmittags um 6 beim Umsteigen am Alex. So war es jetzt bei uns früher nicht gegeben. Nicht gegeben hat es ja früher bei euch fast alles. Ich rede nicht von Bananen. Was hat es denn schon bei euch gegeben? Wie war denn das, wenn du im Warenhaus Alex gefragt hast, gibt es bei Ihnen keine Kochtöpfe? Da hat die Verkäuferin geantwortet, keine Kochtöpfe gibt's im 4. Stock, bei uns gibt's keine Hemden. Das ist nur der älteste Witz, Friedheim. Und der ist bestimmt nicht auf euer Mist gewachsen. Aber es hat eben auch kein AIDS gegeben, kein Rauschgift. Weil ihr euch das gar nicht leisten konntet. Alles, was teuer war, hat euer Schalkdock gegen Devisen eingetauscht. Aber doch kein Kokain. Weil das die hohen Herren für sich gebraucht haben. Guckt der Mielke mal an. Beschwert sich im Knast, dass man ihm sein Marzipan geklaut hat. Von wegen Marzipan, dem haben sie ganz was anderes geklaut. Ganz bestimmt gab es jedenfalls diese Glatzköpfe nicht. Prügeln da sinnlos auf wildfremde Menschen. Hätte sie ja nicht einzumischen brauchen, dann wäre das auch nicht passiert. Nicht einmischen? Das ist typisch, so seid ihr. Soll man sich denn nun alles gefallen lassen? Da habt ihr doch Übung drin. Immerhin habt ihr das 40 Jahre lang gemacht. Aber dann sind wir auf die Straße gegangen. Auf die Straße gegangen, wenn ich das schon höre. Jeden Montag, Friedhelm. Einmal eine Woche, na und? Ich gehe jeden Tag auf die Straße. Könntest du nicht mal aufmachen, bitte? Ich erwarte niemand. Du siehst doch, dass ich... Entweder will er jemand sammeln für hungrige Negerkinder oder Bonner Erdbebenopfer oder Zeitschriften verkaufen oder Scharten in Messer und Scheren brechen. Herr Motzki! Er ist gut. Ich gehe schon. Da sind wir. Oder stören wir? Sie können ja gar nicht stören. Wir waren bloß gerade dabei, Ihr Auge neu zu verbinden. Ist das schlimm? Ach was, Ossis sind hart im Nehmen. Aber erst seitdem wir das Glück haben, von euch bemuttert zu werden. Herr Uexknitz hat Ihnen ja sicher gesagt, worum es geht. Also, im Moment? Jedenfalls hat er uns gesagt, dass Ihre Wohnung genau richtig wäre. Darf ich? Friedhelm? Friedhelm? Das ist das Schlafzimmer! Das Wohnzimmer! Natürlich müssen wir uns das mit eigenen Augen erstmal ansehen. Ansehen? Was? Ihre Wohnung. Ach, ja. Herr Uexknitz hat zwar gesagt, dass... Uexknitz? Für einen Türken ist er, na ja, aber wie eine deutsche Wohnung auszusehen hat, davon hat der doch gar keine Ahnung. Aber ich dachte, Sie wären die besten Freunde. Freunde? In seinen Augen vielleicht, aber er bleibt nun mal ein Türke, auch wenn er sich täglich unter den Arm wäscht und dreimal Zähne putzt. Er spricht aber immer in höchsten Tönen von Ihnen. Das will ich ihm aber auch geraten haben. Ich lasse ihn das ja auch nicht merken, dass er bloß Türke ist. Ich beschwere mich ja auch nicht über ihn, im Gegenteil. Besonders seit uns diese verdammten Östler hier die Luft abdrücken. Also manchmal denke ich sogar, dass mir so ein Türke lieber ist als die meisten von diesen Napsülzen von drüben. Jedenfalls arbeitet der wie verrückt, zahlt seine Steuern, putzt sogar selber die Straße vor seinem Geschäft. Gemüse ist immer frisch, Fleisch weiß ich nicht. Und ob nur einer in seiner Freizeit in eine Kathedrale rennt oder in eine Moschee, ist mir doch scheißegal. Aber eine Wohnung einrichten? Nee, waren Sie mal drin bei dem? Gegen den sein Wohnzimmer ist das Prunkzelt von einem Zigeunerkönig, die reine Gefängniszelle. Was ist, Mascha? Interessiert dich das nicht? Sehr schön. Geschmack kann man sich nicht kaufen. Entweder hat man ihn oder man hat ihn nicht. Genau so, nicht? Vielleicht geht's mich ja nichts an. Vielleicht aber doch. Und dann wüsste ich schon ganz gern, was hier vorgeht. Na, die gucken sich die Wohnung an. Das sehe ich selber, aber wozu? Also wenn wir uns ranhalten, schaffen wir es vielleicht an einem Tag. Was? Selbstverständlich richten wir uns mit dem genauen Termin nach Ihnen. Natürlich im Laufe dieser Woche. Am Sonntag muss ich in New York sein. Und dann Mailand, Paris, London. Mit wie viel Amphäre sind Sie hier eigentlich abgesichert? Wissen Sie das zufällig? Nee,
Was ist denn hier der Sicherungskasten? Vielleicht können Sie mir erstmal verraten, was Sie meinen Sicherungskasten angeht. Was glauben Sie, wie viel Watt meine Lampen haben? Bei Tageslicht kann ich hier keine Fotos machen. Was für Fotos? Was hat Herr Üxknutz Ihnen denn gesagt? Üxknutz? Den habe ich doch seit vorgestern gar nicht gesehen. Oh Gott, dann wissen Sie ja. Also, das ist Jeremias Graf. Sie werden ja schon von ihm gehört haben. Der Vater von Steffi? Aber Friedhelm, Steffis Vater ist doch ein ganz anderer Typ. Jeremias gehört zu den berühmtesten Fotografen der Welt. Und dann will er diese Wohnung fotografieren? Ja, genau. Die hier. Die Karibik steht mir hier. Kreta, Copacabana, Bermudas. Wer will denn das noch sehen? Essen Sie jeden Tag Hummer, Austern, Kaviar, trinken Champagner? Der Körper verlangt doch auch mal nach was wie, Leipzig allerlei. Ja, vielleicht. Das müsste sich noch ein bisschen ekliger anhören. Lungenhaché. Genau, ist genau das, was ich meine. Lungenhaché? Ja, das Sofa muss natürlich weg. Die Anrichte können wir darüber stellen und der Couchtisch, der muss ausgetauscht werden. Wozu werden diese Fotos überhaupt gemacht? In Deutschland für Brigitte, Elle oder Marie-Claire. Die Küche habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Dankeschön. Das ist doch hinreißend. Brillant. Die Waschmaschine müsste natürlich abgedeckt werden, die ist zu elegant. Wenn Sie sowieso alles umräumen wollen und abdecken, warum suchen Sie sich nicht gleich eine Wohnung, wo alles so ist, wie Sie das haben wollen? Sie scheinen nicht zu wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Die meisten Leute würden neue Möbel kaufen, wenn ich bereit wäre, meine Fotos bei Ihnen zu machen. Da bin ich eine Ausnahme. Sie wollten mir noch den Sicherungskasten zeigen. Das wollte ich überhaupt nicht. Ich glaube, Herr Motzki ist nicht besonders angetan von unserer Idee. Oder irre ich mich? Überhaupt nicht. Und wenn Sie nicht wären, den hätte ich gar nicht erst in meine Wohnung reingelassen. Also die meisten Umstände damit hätte ich ja wohl. Aber ich finde, wenn man nun schon mal so freundliche Nachbarn hat, dann soll man denen auch gefällig sein. Dann gib dem Herrn Fotografen doch deine Adresse. Da würde Frau Emskötter aber Augen machen. Die hat nämlich die Brigitte abonniert. Früher Sibylle, jetzt Brigitte. Ja, und wegen der deiner Frau Emskötter soll ich mir die Wohnung demolieren lassen. Aber Friedhelm, du musst doch gar nicht dabei sein, wenn fotografiert wird. Wolltest du nicht schon lange den Rollstuhl zur Reparatur bringen? Ich wollte den Rollstuhl überhaupt nicht zur Reparatur bringen. Der ist völlig in Ordnung. Ich wollte lediglich ein paar Verbesserungen einbauen lassen, falls ich ihn mal selber fahre. Tacho, Hupe, Rückspiegel, vielleicht sogar ein Motor. Ich bin von Hause aus nämlich Fahrlehrer. Aber seit 2 Jahren im Vorruhestand wegen meiner Augen. Wegen deiner Augen? Das wusste ich ja gar nicht. Aber die sieht man doch kaum. Die sind wie bei Chinesen. Siehst du eigentlich zu wenig? Fahren Chinesen keine Autos? Ich kenne China nur aus dem Fernsehen, aber da fahren sie alle mit dem Fahrrad. Die können sich Autos überhaupt nicht leisten, weil das sind doch die letzten Kommunisten. Egal. Auch wenn ich den Rollstuhl jetzt wegbringe, das dauert 1 Stunde. Und was dann? Seit Wochen willst du dir ansehen, ob am Regierungsviertel endlich gebaut wird. Du wolltest zum Potsdamer Platz. Du warst 2 Wochen lang nicht auf dem Friedhof. Wenn du das alles hinter dir hast, ist hier alles wieder wie vorher. Wenn Sie unterwegs eine kleine Mahlzeit zu sich nehmen wollen, die Rechnung geht natürlich auf mich. Im Osten essen gehen, das wär's noch. Tja. Komm, Jerry, ich erkundige mich in der Nachbarschaft. Nur weil Sie und Herr Üxknutz die einzigen waren, die wir hier in der Straße kennen. Lili wohnt ja immer noch am Prenzlauenberg und ich? Sie kommt aus Moskau. Ach so? Я думала, что вы из Крыма. Нет, но я любила там бывать. Ну и что вы? Wenn sich das noch mal alles in Ruhe überlegen würden. Ihre Wohnung ist wirklich... Nee! Es wäre nur so bequem gewesen, wenn wir hier fotografieren könnten. Die Mädchen, die nicht dran sind, könnten so lange drüben bei uns im Laden warten. Welche Mädchen? Glauben Sie, ich fotografiere die Kollektion, wenn die Kleider auf dem Bügel hängen? Leider sind gute Modelle unheimlich ausgebucht. Dass wir die in dieser Woche überhaupt kriegen können, ist reiner Zufall. Also da muss ich Friedhelm jetzt recht geben. Ich habe geglaubt, Sie wollten nur die Wohnung fotografieren, wenn aber noch diese Mannequins kommen. Die können sich notfalls auch drüben schminken und umziehen. Das wäre doch viel zu umständlich, außerdem wenn es regnet. Umziehen können Sie sich doch bei mir im Schlafzimmer. Und schminken auch. Aber Friedhelm, was sagst du so? Mal sagst du so? Gewöhne dich endlich dran, dass du in einem Staat lebst, wo nicht einfach einer so entscheidet und die anderen müssen springen.
In einer Demokratie darf jeder seine Meinung sagen. Da hört man sich an, was der eine sagt, der andere dafür und dagegen. Und dann erst entscheidet man endgültig. Und die Argumente dafür, die haben mich eben noch, naja. Außerdem ist das meine Wohnung. Und hier wird gemacht, was ich sage. Und? Räumst du hinterher auch den Dreck weg? Das bleibt doch alles an mir hängen. Und wenn dann im Wohnzimmer fotografiert wird und in der Küche und die Mädchen sich im Schlafzimmer umziehen, wo willst denn du dann hin? Also die Models sind es gewohnt, dass da Männer sind beim Umkleiden. Und Herr Mozzi wird bestimmt schon mal eine nackte Frau gesehen haben. Schon zwei? Na bitte. Und wir sind insgesamt drei. Miriam, Jacqueline und ich. Diese Damen sind doch gewohnt, dass man immer hinter ihnen herräumt. Na, erfindet der Friedhelm noch die Bodystockings im Bett, Büstenhalter im Kleiderschrank und wie das Badezimmer aussehen wird, da darf ich gar nicht dran denken. Woher willst du das alles wissen? Seit wann hast du was mit Mode zu tun gehabt? Mäntel, Marke, Plasto und Elaster aus Schkopau. Kleider waren gefärbte Zuckersäcke aus Kuba. Im Exquisit in der Leipziger Straße gab's Pariser Modelle im Original. 5 Jahre alt. Ach, wo, Friedhelm? 10 Jahre waren die mindestens alt. Na bitte. Aber für uns hat's gereicht. Was wir hatten und uns besorgen konnten, das war eben modern. Wozu braucht man jedes Jahr eine neue Mode? Auf einmal kommen alle in Hotpants, grünen Pullis und Knöchelturnschuhen angehüpft. Warum? Nächstes Jahr muss man vielleicht alles in Lila haben. Dann sind Viskoseblusen vorschrieben. Und so geht das immer weiter. Also vorgeschrieben wird hier überhaupt nichts? Nicht direkt, aber praktisch eben doch. Wer bestimmt denn das eigentlich? So einer wie Sie müsste das doch wissen. Ich lebe nur davon, aber ich schreibe nichts vor. Irgendeiner muss das doch machen. Warum? Vielleicht, dass man alles wegschmeißt, bevor man es aufgetragen hat, damit man sich wieder was Neues kauft, damit die großen Konzerne noch mehr Geld scheffeln. Also wenn du Sehnsucht nach deinen Kombinaten hast, dann hau von mir aus ab nach Kuba. Aber beeil dich. Da bröckelt's nämlich auch schon. Würde es Ihnen morgen schon passen? Wenn schon, denn schon. Wenn du Kamm und Bürste suchst, die liegen genau vor dir. Als Souvenir. An Doris? An meine Locken. Das ist mein Kamm und meine Bürste. Warum nimmst du denn kein Bonerwachs? Wo ist mein Hemd? Was für ein Hemd? Ich hab gesagt, ich will ein frisches Hemd. Na wo wohl? Im Schrank, wie gewöhnlich. Hättest du es mir ja auch auslegen können. Und einen schönen Schlips. Ist Weihnachten? Mein Name ist Weigel. Ich komme wegen des Hundes. Das ist doch Ihr Hund. Wieso? Haben Sie meine Frage nicht verstanden? Ich habe nur nicht verstanden, warum Sie gefragt haben. Hat er was ausgefressen? Nein. Hat sich irgendjemand über ihn beschwert? Nein, im Gegenteil. Er scheint sich in dieser Gegend einer großen Beliebtheit zu erfreuen. Ja, alles Erziehung. Streng, aber gerecht. Aber manche können ja nicht mal Kinder erziehen. Damit meine ich so Gurken wie dich, alternative Pissnelke. Jedenfalls, es ist Ihr Hund. Gestatten, Weigel. Mit EI. Edith Rosenthal. Sehr erfreut. Wie Meißen. Meine Schwägerin, sie macht mir einen Haushalt. DDR, nicht? Riecht man das immer noch? Sie hat mir die Hand gegeben. Wessis tun das nicht. Linsenstraße 48. Motzki, ein Hund. Rasse? Bloß weil sie Rosenthal heißt? Der Hund. Ja, das weiß ich nicht, da müssen Sie selber fragen. Na, bei der Berechnung spielt das ohnehin keine Rolle. Was denn für eine Berechnung? Hundesteuer. Oder haben Sie die schon bezahlt? Für so einen Köter Hundesteuer? Ja, 150 Mark.
Wollen Sie gleich bar bezahlen? Für einen wildfremden Hund, der bloß zu Besuch hier ist? Ja, und gehört wem? Edith! Edith, komm mal her! Mann, das dauert immer, was diese Ossis sich für Zeit nehmen. Alles ist knapp bei denen, aber Zeit haben sie reichlich. Edith! Da kann das Haus abbrennen, wenn die gerade Frühstückspause haben. Er ist vom Finanzamt. Er will Hundesteuer für ihn. Ich habe ihm gesagt, dass Bismarck gar nicht wirklich mein Hund ist. Er ist zugelaufen, das kann sie bezeugen. Muss man das im Hausflur besprechen? Du lässt doch sonst jeden in die Wohnung. Aber bitte, ist ja deine Wohnung. Und mein Hund! Aber eben zugelaufen. Das ist doch nur schon ewig her. Ach, aber ein unvergesslicher Katastrophentag, dieser 3. Oktober. 1990. Was meinen Sie, wie oft ich ihm gesagt habe, hau endlich ab, olle Pisthöhle? Er bleibt. Ja, draußen verhungert, ich bleib ja auch. Jedenfalls, bis wir was anderes finden. Morgen. Aha. Morgen. Ja. Ja gut, dann wären wir bei 450 D-Mark. Der nächste Fälligkeitstermin wäre dann aber erst der 3. Oktober. 450 Mark? Oh, das ist aber wirklich viel Geld für so einen alten Hund. Als Mensch wäre der schon seit Jahren auf Rente. Und groß ist er auch nicht. Was kostet denn beispielsweise ein Dackel? Genauso viel wie ein Bernhardiner. Die Steuer beträgt einheitlich 150 Mark. Und was kosten Katzen? Katzen sind steuerfrei. Friedhelm. Aber wir haben ja das Wichtigste vergessen. Gut, der Hund ist zugelaufen, aber nicht von hier. Er ist, und das kann ich beweisen, aus dem Osten. Also können Sie Ihren Westtarif vergessen. Hundesteuern sind Hundesteuern, Osthund wie Westhund. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Hast du das gehört? Dem Kerl haben sie doch ins Gehirn geschissen. Da kann er doch bestimmt nichts dafür. Mir ist doch scheißegal, wer was wofür kann. Man kann doch von Leuten, die nicht mal wissen, ob sie morgen satt zu essen haben, die aus ihren Wohnungen und Häusern vertrieben werden, die für einen Hungerlohn arbeiten, wenn sie überhaupt Arbeit haben, ausgebeutet von Spekulationshaien aus dem goldenen Westen, und dann 100% Steuern verlangen. Ist das da drüben Afrika eure Kolonie? Nur weil sie zufällig auf der falschen Seite unseres Vaterlandes auf die Welt gekommen sind. 40 Jahre in der Scheiße gelebt. Reicht euch das nicht? Sollen die bis in alle Ewigkeit gemolken werden? Total ausschlachten. Und dann ab ins Wassergrab. Mir brauchen Sie das nicht sagen. Ich weiß das. Ich kriege 72% von dem, was meine Westkollegen für die gleiche Arbeit kriegen. Und muss darüber hinaus noch 4 Stunden länger arbeiten. Können Sie das nochmal sagen? Wie? Ich nicht sprechen Deutsch. Ich Karlshorst. Köpenick. Und dann traust du, verdammtes Arschloch, dich hierher in Westen? Willst für einen Köter abkassieren, den deine Landsleute ausgesetzt haben? Ich muss doch sehr bitten. Diesen Ton muss ich mir nicht gefallen lassen. Dagegen gibt es ein einfaches Mittel. Nimm deine Quadratlatschen aus meiner Tür oder ich polier dir die Fresse. Immer los. Einen deutschen Beamten. Deutschen Beamten lernen erstmal, was Privatsphäre bedeutet, du Arschloch. War das nicht zu grob, Friedhelm? Ich gebe ja zu, dass er ein Ossi ist. Darum geht es nicht, solange sich ein Ossi anständig benimmt. Du bist doch erst explodiert, als er gesagt hat. Ach, aber doch nicht, weil er ein Ossi ist, sondern weil die hier ihre Methoden einführen. 40 Jahre hat kein Arsch vom Finanzamt gefragt, ob man einen Hund hat. Wieso jetzt? Und vorher hast du ja auch keinen Hund gehabt. Vorher hat keiner gefragt, weil vorher keiner hinter mir her spioniert hat. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Guten Morgen. Ist Miriam schon umgezogen? Ich weiß nicht, ich kann ja mal nachgucken. Ich muss sowieso. Toilet.
No, the toilet. Restroom. Pippi, yes. Da. Oben. Was soll das? Ich dachte, es wäre... Sind Sie Friedhelm Motzki? Was dachten Sie, Gregor Gysi? Gegen Sie liegt eine Anzeige vor, wegen Behinderung eines Beamten in Ausführung seiner Tätigkeit, verbunden mit versuchter schwerer Körperverletzung. Schwere Körperverletzung? Der Kerl hat da einen Sprung in der Schüssel. Ja, das können Sie alles zu Protokoll geben, deshalb bin ich ja hier und... Und was? Was, was? Sie haben angefangen und dann ist Ihnen die Luft ausgegangen. Sagen Sie mal, betreiben Sie hier einen Puff? Doch, na hören Sie mal. Na klar, Pornos. Also da haben wir ja einen Schwarzen getroffen, was? Hier werden Modefotos hergestellt. Sicher ist die typische Umgebung für Modefotos, nicht? Das möchte ich sehen. Erst ein Durchsuchungsbefehl. Wollen Sie noch eine zweite Anzeige wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt? Aber wir beide gehen jetzt gemütlich aufs Revier, alter Freund, und dann sehen wir weiter. Aber doch nicht jetzt. Ich kann unmöglich weg. Sagen Sie bloß, Sie wirken mit bei den Pornos. Ach, wollen Sie Ihren Schauspielerinnen Bescheid sagen? Was ist denn, Friedhelm? Ich bin gleich wieder da. Heute Abend. Heute Abend? Oder vielleicht erst morgen früh. Ihr Gatte ist vorläufig festgenommen.